Moin Moin Freunde der zotigen Wurfelatmosphäre. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV und heute testen wir mal den Mehrspielermodus. Das funktioniert ja wunderbar. Das war vor ein paar Tagen noch mal anders. Mal schauen. Gut, das ging ja reibungslos. Klasse. Und noch einen weiteren oder eine weitere? Die Klamotten kann ich mir schenken. Ja. Ja, bisher, ich habe mit meiner Freundin gespielt, das über Passwort oder Geheimwort, wie heißt das hier überhaupt? Mehrspielermodus, Passwort. Das ging wunderbar. Lässt sie nicht herbeirufen. Okay. Er will wohl zu dritt rein oder sie? Doch nicht. Okay, auf geht's. Krass. Guckt mir hier durch den Nebel durch. Hätte ich einen Hit kriegen können, wenn ich nah dran gewesen wäre? Ich weiß nicht. Oha. Oh, wohl nicht. Also natürlich noch. Okay. Oha. Ach, zu früh. Kann doch da durch. Wurde eigentlich ran. Ich dachte, das galt mir, ja? Schwer zu sehen. Oh. Ach so, galt doch nicht. Oha, ich muss hin. Oh nein, 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 nein. Okay. Ja, Freunde der spielenden Zunft. Ich glaube, wenn ihr Bock habt auf Mehrspieler-Modi, seid ihr hier gut aufgehoben. Das geht ja rasend schnell, wen wundert's? So, nochmal den Krummfinger bemühen. Das geht ja ultra schnell hier. Die Rufung. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie das an anderen Stellen ist, weil ich hatte so eine leise Kritik vernommen über den Mehrspielermodus und das sich finden und so weiter. Nicht nur im Hauptspiel ist das wohl ein bisschen schwieriger gerade geworden. Vielleicht sind die Kapazitäten hier jetzt hin verlagert worden, aber aufgrund des Überangebotes hier an bestimmten Stellen kann ich bis jetzt nicht unterschreiben. Funktioniert doch wunderbar. Hey. Oh, was ist das denn für ein Quallenschild? Cool. Den habe ich, glaube ich, gar nicht. Weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. So als Nicht-Schildspieler achte ich vielleicht auch nicht so drauf. Ist das so eine Art Quallenschild, oder? Sieht interessant aus. Ja, es könnte eine Qualle sein. Eine Quale. Hoffentlich haben wir jetzt keine Qual gleich. Ja, wer hier strugglen sollte, von meinen Zuschauern und Zuhörern, Zusehern, der kann gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich helfe da gerne mal aus, auch an anderen Stellen.
Er ist nicht der einzige harte Boss im Spiel. Es gibt da noch ja so einen gewissen Drachen, der nervt. Und ansonsten, ja, Mesmers Aggressivität nervt auch einige. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der High-End-schwere Boss geworden, wie man vermutet hatte, aufgrund der Präsenz in, ja, als Figur und im ganzen hier Merchandising-geschäftlichen Ding ist ja Mesmer sehr hervorgehoben worden. Hat übrigens eine sehr coole Lore auch. Waren einige enttäuscht von der Schwierigkeit. Aber ich finde, das Design ist doch ganz cool von Mesmer. Also es ist noch einer meiner lieberen Bosse, sagen wir mal so. Was sehen wir denn dort? Ah ja. Da kommt der Krummfinger. Ich wollte eigentlich nochmal grüßen. Okay, nee, dann hau dir erstmal deine ganzen Dornen rein oder was du da machst. Okay, auf geht's. Auf geht's. Du kriegst da einen Hit gleich, wenn sie angesprungen wird. Das habe ich eben. Oha, oha, ich muss helfen. Oh. What? Unglaublich. Oh, was ist das denn? Nicht schlecht. Der macht guten Damage. Okay. Dann zweiten riskieren. Ah, das war das Kampf. Oh ja, oh, ich muss weg. Oha, oha, ich muss nehmen. What? Oh, das ist aber auch konfus zu dritt, ey. Nice. Bleib mal hier. Komm mal her zu mir. Können die anderen mal ein bisschen rupsen. Wechselt aber schnell die Ziele. Das ist echt übel. Boah, ich sehe nichts. Okay, Freunde, Phase 2. Ich sollte mich vielleicht mal voll heilen. What? Wo ist der überhaupt? Ah, da hinten, genau, wie immer. Ah, jetzt kommt die Nova. Sollte man hier eigentlich überleben, ne? Ja. Okay, man weiß es manchmal bei dem Boss tatsächlich nicht. What? Das ist ein Schwachsinn, Freunde. Steht mit dem Rücken zu mir und blitzschnell. Einmal kann ich mir das so erlauben. Blitzschnell, ich muss weg. Blitzschnell dreht er sich um, ey. War das der? Das war der Rufer oder die Ruferin. Okay, ja, stimmt, stimmt. Ja, ist mal eine Erfahrung zu dritt, auf jeden Fall. Machen wir noch mal ein.
Soll nur so ein Test sein. Ja, wunderbar. Wunderbar, es flutscht. Das flutscht. Verbindung stabil. Nun ist es aber auch, was haben wir jetzt? Samstag Vormittag. Ja, morgen nicht mehr. Ist schon jetzt nach 10. Bald schon 11. Sturm- und Drangphase. Und hier könnt ihr übrigens auch invasiert werden. Das ist auch witzig. Also ich glaube, das könnte sich zum Invasionshotspot entwickeln. Für Freunde, die gerne Leute abfacken, nerven wollen, die werden hier auch glücklich werden. Oder auch nicht. Oh, da oben. Da oben seid ihr, ich komme. Ich grüße euch beide. I salute you. For those about to fuck. Okay, Freunde. Einer muss durch. Ich kann nicht durch den Nebel. Oder wartest du auf den vierten? Das macht das Ganze noch chaotischer, wenn wir jetzt zu vierter reingehen. Oder werden wir invasiert gerade? Oder wollt ihr invasiert werden? Wollt ihr auf Invasöre? Oder wie soll das hier funktionieren? I don't know. Ach so, ich war gerade im Chat drin. Okay, da will wohl nicht mit mir. Ja, Freunde der spielenden Zunft, das ist gerade ein bisschen öde. Vielleicht gehe ich gleich raus. Ich sag mal, ich gebe der Sache noch mal 2 Minuten. Nur gerade keine Uhr hier. Zumindest nicht eine Uhr, die mir jetzt 2 Minuten anzeigt. Ich habe hier eine neben mir, aber ein bisschen schwierig zu sehen, die Sekunden. Ehrlich gesagt spiele ich so selten Mehrspielermodus, außer mit meiner Freundin. Und hin und wieder noch mal ein paar Kunden, dass ich jetzt gar nicht weiß, wie ich aus der Nummer rauskomme hier. Dann gehen wir mal ins Menü. Ich glaube, hier passiert nichts mehr. Aber die 2 Minuten, beziehungsweise jetzt dann nicht mal 2 Minuten, aber eine Minute warte ich noch. Gefühlt eine Minute. Ich kann ja schon mal gucken, wie ich nachher rauskomme aus der Nummer. Inventar, was haben wir denn da? Vielleicht habe ich das da sogar mal eingestellt, diese Krummfinger-Geschichten. So, mit dem setze ich mein Zeichen. Oder kommt gerade jemand? Nee. Schauen wir mal. Wo könnte das sein? Die normal things oder, warte mal, ich geh mal von so. Oh, jetzt wird einer weiterer. Der Rekusantenfinger mit invasiere ich und damit versucht eine Invasion der Welt anderer Spieler. Versucht anderer Spieler, okay. Sendet einen anderen oder euch selbst nach Hause. Merken wir uns mal, Fingerabtrenner, okay. So, wenn es jetzt nicht klappt, dann nutze ich den Fingerabtrenner. Ja, hast du eine schöne Waffe. Habe ich die Weisheit nicht für. Und ich habe dir trotzdem mal versucht zu nutzen. Finde ich gar nicht so toll. Radans Waffe, ganz ehrlich. Finde ich genauso wenig toll wie ihn selber. In der zweiten Phase besonders.
was gut ist, wenn ihr in der Tafelrunde ein Schwert eintauscht, kriegt ihr automatisch das andere mit, aber ja, seine, was sind das dann, Magiesäulen oder so, die kann man mit dem Schwert dann auch auslösen, wenn man genug Weisheit hat. Ja, vielleicht machen die viel Damage, aber das reine Moveset von den Schwertern finde ich gar nicht so toll. Ist auch sehr langsam, also fast so langsam wie mein Hammer. Und dafür krachen sie dann doch zu wenig rein. Aber vielleicht ist das Special ja bahnbrechend gut. Müsste ich aber 16, wie gesagt, auf Weisheit haben oder 15. Da habe ich gerade 9 oder 10. Einen habe ich jetzt vor kurzem auf Weisheit gesetzt. Ja, ich hatte erst am Glauben rumgeschraubt. Okay, kommen wir rein. Letzte Chance, Freunde der spielenden Zunft hier. Jetzt hast du doch dein People. Müsst ihr euch noch absprechen, taktisch? Im Chat? Also wenn das ein Lageplan wird, dann gehe ich gleich hier raus. Leute, vieles ergibt sich spontan in der Boss-Arena. Ein paar grundsätzliche Dinge kann man ja abklären, aber übertreibt die Base nicht. Ist nach Hause zurückgekehrt. Ich gehe jetzt auch nach Hause zurück. Das ist ein Zenover hier. Wenn du nicht zu zweit reingehen willst, dann nicht so. Ah, hat sich erledigt. Gut. Hätte ich auch gerade gemacht. Wer auch noch sehr wählerisch ist bei den Helfern, die er bekommt. Okay. Next try. Hoffentlich rufen die mich jetzt nicht. Naja, ich hoffe, wenn sie mich nach Hause schicken, haben sie hoffentlich auch meinen Namen gemerkt. Und rufen mich jetzt gar nicht erst. Ach, no, Londo. Aha, da haben wir doch. Ist das nicht die junge Dame von eben gewesen? Ja. My Coxlong. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ihr habt alle den dicksten, den größten. Ihr seid alle elitäre Superhelden. Kannst auch zu zweit versuchen. Macht es nicht unbedingt schwerer. Kann man besser zuordnen. Hey. Krummfinger Flameblade. Gerufen. Gut. Ach, Flameblade grüßt eh nicht. Ich warte den Scheiß erstmal ab, genau. Okay. Auf geht's, rein müssen wir doch. Sie kann schon in Gefahr sein. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Das ist ungewohnt, ey. Dass man da hinten einen abkriegt, zu dritt. Das ist echt witzig. Ah, natürlich kriege ich die Breitseite. Achso, geht nicht nach hinten, ne? Nicht mal im Dreispieler-Modus. Nee, das ist geblieben, das Moveset. Der Charakter ist dafür zu langsam, ich muss mal weg. What? Dreht sich um, cool, nice. Echt nicht einfach zu antizipieren, was der da macht, ey. Oh, wir müssen hin, nützt ja nichts.
von drei Seiten bearbeiten. Oh, auch nicht unbedingt gut. Schwierig. Ach, das Opening, okay. Oha, ja, okay. Jetzt müssen wir weg, jetzt gibt's eine Nova oder hinterhin, aber ihr müsst mir eigentlich safe sein. Okay. Das ist aber auch schwierig zu dritt, du. Boah. Ja, natürlich. Halt sie schön auf Distanz. Würde gerne mal einen Hit anbringen, aber es ist schwierig. Nein, 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 nein. Das war's, glaube ich. Nee, der lebt noch. Nee, doch nicht. Nee. Oh no, oh no, oh no, no. Ja, letzter Try noch. Ihr seht es, läuft stabil. Kann man nicht mehr gern. Und ist nicht unbedingt einfacher, als den alleine zu machen. Ganz ehrlich, Freunde. Der alleine macht, holt euch sonst ein Schild. Denn so ein Ameisenstachel, da könnt ihr, während ihr blockt, auch noch ihn nerven. Mit Scharlachfäule oder Eis oder sonst was bearbeiten. Und holt euch einen Talisman, mit dem ihr mit jedem Schlag auch Lebensenergie zurückkriegt. Verlasst euch nicht hier auf die Online-Spieler. Also ich biete gerne meine Hilfe an, aber ihr seht das. Das ist höllenschwer. Weil er ständig hin und her switcht zwischen den Gegnern. Jupp, ich bin da. Neues Team, neues Glück. Na, ein bisschen zu früh, ein bisschen sehr zu früh, okay, egal. Oh, okay. Oh. Ich denke, das Ding geht auch im Mehrspielmodus nach hinten. Nee, nee, tu es nicht. Oha, das ist gewone-hitted worden. Alter Schwede. Ja, Schwachsinns-Reaction-Schlag, ey, so Sinn entleert, ey. Komm zu mir, komm. Mal einen schweren riskieren. Okay. Komm zu mir. Komm zu mir. Jawohl. Gut. Gut ausgewichen. Das ist nicht so einfach. Ja, Freunde der spielenden Zunft, das ist mal ein Test des Mehrspielermodus. Ja, verlasst euch da nicht drauf, ne? Schießt den sonst, in Anführungsstrichen. Ich kann da Joel Doi empfehlen, wenn ihr nicht tagelang trainieren wollt und euch dann zu ärgern und der vielleicht einmal einen Triumph habt, weil ihr eine gute RNG habt und ihn besiegt habt, aber ihn dann immer noch nicht könnt. Ihn zu können heißt für mich, ihn in 9 von 10 Fights zu besiegen, 90% der Kämpfe zu gewinnen. Und das schaffen die allerwenigsten. Die stellen in ihre Videos rein, No-Hit und sowas. Da haben sie tagelang trainiert und gespielt und hatten dann einmal auch gute RNG, haben einmal vielleicht auch besser als sonst gespielt, haben ihn dann besiegt, aber können tun sie ihn noch lange nicht. Also macht euch da keinen Kopf. Nutzt Hilfen, alle Hilfen, die ihr haben könnt. Dieser Boss ist unfair in der zweiten Phase. Natürlich gibt es eine Lösung, eine bestimmte Rolltaktik, um bestimmten Angriffen auszuweichen. Aber
Nur weil es eine Lösung gibt, heißt es nicht, dass sich das trotzdem unfair anfühlt. Der ist über die Stränge geschlagen. Macht euch da keinen Kopf. Lasst euch da helfen. Nutzt einen fetten Schild. Piekst ihn da was rein, einen Ameisenstachel oder so. Oder es gibt es noch für eine Möglichkeit. Ja, so ein Vampirbild habe ich vor kurzem gesehen. Ja, Joey Doi kann ich da empfehlen. Der hat da einen schönen Cheese rausbekommen. Der empfiehlt da auch eine Rüstung, die gut ist. Dann einen guten Schild, dann hämmert er da und hat den Talisman drin, dass er auch macht Blutungsschaden ohne Ende, dass er auch mit jedem Schlag mehr Lebensenergie zurückholt. Der steht ja da, er hat ja auch nur erstmal eine begrenzte Anzahl an Schlägen, da macht er ja glücklicherweise mal eine Pause. Und in der Zeit könnt ihr euch entweder heilen oder zwischenzeitlich mal wieder Lebensenergie zurückholen. Das ist ganz gut. Auf jeden Fall. Bye bye und auf Wiedersehen. Ich will da jetzt auch nicht vorgreifen und das auf meinem Kanal nochmal machen mit so einem Cheese-Bild. Ich wüsste gar nicht, wo die ganzen Sachen sind, ehrlich gesagt. Ich glaube, da habe ich auch vieles gar nicht von gehabt, was er da vorgestellt hat. Und dann ärgert ihr euch nicht hier mit rum. Dieser Boss ist gemacht eigentlich für 2-5% aller Spieler. Alles darüber hinaus schafft den vielleicht auch mal, aber die können ihn nicht. 2-5 können ihn wirklich. Die gewinnen 90% oder mehr der Kämpfe gegen den. Der sind wirklich Ausnahmespieler. Die haben aber auch das ein Bild dafür. Die können auch schneller rollen als ich zum Beispiel. Mit meinem Char habe ich arge Probleme, wenn ich an ihm dranbleibe und nur rollen würde. Ich müsste da noch rumschrauben, müsste nach Möglichkeit auch eine andere Waffe nehmen. Oder wie in meinem Fall auf eine günstige RNG hoffen, dann besiege ich ihn auch halt mal. Aber ich kann ihn nicht. Ich kann ihn dadurch noch lange nicht. Und die Leute, die ihn parryen und dann mal No-Hit, ja, bleibt ja auch nicht mehr viel übrig nachher. Wenn du parryst, kannst du dir auch nicht viel erlauben. Und dann 11.000 oder noch mehr Eingeweide Schaden machen, um den Kampf kurz zu halten, damit natürlich die unangenehmen Schläge möglichst unwahrscheinlich sind und weniger kommen. Die können den auch nicht. Die können den auch nicht. Wie gesagt, meine Definition von Können ist da eine ganz andere. Können heißt, ihn zu beherrschen und fast immer 1-1 gegen ihn zu gewinnen. Und das können wirklich die wenigsten von sich sagen. Ich kann mir vorstellen, Distortion kann den mittlerweile, Elias, vielleicht Lobus Junior, Lil Iggy vielleicht noch und ein paar andere. Das ist interessant, gibt viele YouTuber, von denen ich noch nie gehört habe, die an die Oberfläche gekommen sind, die den zumindest in ihrem Video so wegtryen, dass ich mir vorstellen kann, dass die ihn auch können könnten. Am weiß es immer nicht, ne? Siehst du dieses eine Video und ich weiß überhaupt nicht, dieses 1-1000 Try, ja, dann gelingt das mal. Du hast dann mal günstigere RNG oder du machst einfach mal spontan was anders oder auch Glück gehabt. Wo du einfach mal einen Knopf mehr gedrückt hast als sonst und es dazu auch geführt hat, dass du einer fiesen Attacke ausgewichen bist, zufällig. Ja, das ist wirklich der schwerste Boss der gesamten Soulsborne History. Zumindest der, den du am schwersten lernen kannst in der zweiten Phase. Bei Kors bin ich zwar öfter gestorben damals in Bloodborne, aber das war besser lernbar. Dazu mein letztes Video, warum dieses eines der schwächeren FromSoft DLCs ist. Da begründe ich das sehr genau. Argumentiere da auch mit validen Sachen, die man schwer widerlegen kann. Beispiel Kamera und so weiter und so fort. Aber das soll es jetzt nicht sein. Wir haben den Mehrspielermodus getestet und der läuft doch prima. Bye bye und auf Wiedersehen.